Ich halte hier ein Buch in den Händen, das ist ein Splatterfilm unter der Literatur. Und zwar Tagebuch aus der Hölle von Jeffrey Thomas, erschienen im Festa Verlag. Das Buch geht um einen Selbstmörder. Er schießt sich in den Kopf mit einer Schrotflinte und wacht dann plötzlich in der Hölle wieder auf. Er schreibt dann Tagebuch in der Hölle. Und es gibt eigentlich keinen großen Plot in diesem Buch. Auf den ersten 120, 130 Seiten wird dann eben beschrieben, welchen Folterungen er ausgesetzt ist. Jeder, der in der Hölle landet, landet zunächst in der Avernus-Universität. Dort werden sie, die Verdammten werden sie dort genannt werden, vorbereitet eben auf die Hölle und dann einfach entlassen sozusagen. Und in der Universität beginnen eben schon die Folterungen, Selbstgeißelungen und sowas in der Art. Und ja, danach eben werden die Verdammten einfach hinausgeschickt. Der Namenlose, er hat hier keinen Namen, sein Name wird nie erwähnt, streift dann eben durch die Hölle und auf seinen Streifzügen entdeckt er dann plötzlich eine Dämonin, die in einen Baum gekreuzigt wurde von anderen Verdammten, die sich eben aufgelehnt haben gegen diese Dämonin. Und ja, er bekommt dann Mitleid mit diesem Wesen und befreit dieses Wesen. Und dadurch entwickelt sich dann eine Beziehung zwischen den beiden und eine Art ja, Revolte kommt ins Rollen. Da ist er nicht der Stein des Anstoßes für, aber er bekommt eben mit, dass es noch andere Verdammte wie ihn gibt, die sich eben auflehnen gegen die Methoden in der Hölle und die Dämonen. Er landet dann später in der Stadt Oblivion, findet dort sogar einen Job, und aber auch die Qualen gehen natürlich auch dort weiter. Also die Dämonen sind dort eine große Macht sozusagen, die es den Sterblichen bzw. den Unsterblichen, in der Hölle kann man nämlich nicht mehr sterben, die den Verdammten dann erlauben, einen Tagesablauf zu haben, aber ja, es gibt eben immer wieder neue Perversitäten. Da möchte ich dann auch gleich vorwarnen, dieses Buch ist sehr eklig. Sogar ich hatte da meine Schwierigkeiten am Anfang mit, weil wirklich auf den ersten 100 Seiten geht es nur um Folterung, eine schreckliche Szene jagt die nächste, bis dann eben mal die Story richtig in Gang kommt. Allerdings, mir hat es, muss ich sagen, sehr gut gefallen, obwohl es eben an die niederen Instinkte etwas appelliert. Also man liest eigentlich nur weiter, um zu schauen, welche nächste ekelhafte Szene kommt denn da jetzt. Allerdings, es entwickelt sich eben durchaus ein Plot. Und ja, es ist sehr kurzweilig geschrieben, aber eben nur für Leute, die sowas auch aushalten können. Jeffrey Thomas ist da sehr, Serafiner, ist da sehr fantasievoll in seinen Ausführungen. Und ja, sollte man gelesen haben, finde ich, wenn man sowas eben ab kann. Und ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Erschienen im Festa Verlag, habe ich glaube ich schon gesagt. Und ja, auch für Leute, die jetzt irgendwie sehr bibelfest sind oder es nicht abkönnen, Kritik an Gott oder so zu hören, die sollten dieses Buch auch nicht lesen, denn ja, dieses Buch zeichnet eben eine Vision von Gott und seinen Reichen, die sehr erschreckend ist und auch sehr pessimistisch. Nichtsdestotrotz, mir hat es sehr gut gefallen und bis zum nächsten Mal, Leute.